Hey, Leute, herzlich willkommen zum Best of Stark. Was hast du mich an? Oh, du, ich hab mir gar keinen auf hier. Was? Ach so, ja. Oh Mann, ach so, weil ich rufe die Jungs erstmal an. Ruf mich mal an, weil ich hab eigentlich keine Zeit. Ich hab Freizeichen, warte, ja. Ganz kurz. Hallo? Hallo? What's up? What's up? Lass uns erstmal das Intro aus dem Weg schaffen und dann fangen wir an, Freunde. Bis gleich. 3, 2, 1. Lauf da! Lauf da! Kann ich mir irgendwie total gut vorstellen. Should we do something else? Did we talk enough about Rick and Morty? Nein, 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 nein! Yes, 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 yes! Nee, 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 nee. Wir müssen erstmal. Wo sind denn alle? Das ist eine andere Show, Eddie. Das ist eine andere Show. Gerade ist schon wieder so geil! Wir machen gleich weiter. Ich mache eine kurze kleine Werbepause. Okay, Katjana, ich weiß, du bist nachhaltig beeindruckt. Entschuldigung. Es tut mir einfach wirklich leid. Was riecht denn hier so angebrannt? Saft! Wenn ich aufwache, ist das Tapirfleisch durch. Dann kann ich das essen. Was? Ich bin unzufrieden mit dieser Situation. Ah, okay. Atommüll gegessen. Genug gegessen. Was? Nein! Was habe ich gegessen? Was habe ich gemacht? Oh nein, ey, ich habe irgendwas richtig Dummes gemacht. After Eight. Mit diesem Minzschmodder da drin. Mit dieser Minzjizz. Diesem alten, abgestandenen Minzjizz. Wie wenn du so einem Eukalyptusbär und das dann in Schoko hüllst. Wirklich, Leute. Aber wo ist denn der Vote jetzt? Hier. After Eight. Eklig? Eigentlich fehlt mir super eklig. Ernsthaft? Fast 60% von euch sind 65 Jahre alt und haben Enkel? Der Hai ist jetzt ein Teenager. Daher sollten wir viel Angst, Unlust und schlechte Entscheidungen erwarten. Das und viele andere Gags können wir erwarten jetzt mit dem Thema. Dann brennt die Hütte. Dann brennt die Hütte. Ganz kurz, Nico wollte auch was sagen? Nee, der wollte was sagen, glaube ich. Cruz, bist du es? Ja, warte. Ich spüre was. Oh mein Gott, das stinkt. Du, oh mein Gott, mein Gott. Oh, ich muss ein Fenster aufmachen. Der geht ja gar nicht mehr weg, Alter. Paddel, schäm dich. Ihr habt ja keine Ahnung, wie das riecht. Und das ist nicht das Schlimmste. Da ist noch die Mumienkacke. Der Mumienkot. Es tut mir leid, dass es wieder darum geht, aber wenn man einen Hund hat, versteht man das. Er sieht so ein bisschen aus wie Alf. Ja, total. Null Problemo. Er kommt ja sehr verschlafen. Ja, weil, wie würdest du denn reagieren, wenn du geweckt wirst und in die Kamera gehalten wirst und sagst, so. Ihr wisst schon, dass Florentin uns hören kann, ne? Niemand kehrte zurück. Ich werde mich aber kurz setzen dürfen. Und verhaftet! Oh, Jesus! Ich hab mich nicht los. Deswegen gibt's aktuell nur noch die rechte Wiese. Mir egal, was die Politiker sagen. Nee, es gibt nur noch diese eine Wiese, weil da ist das Gras noch grün. Nein! Nein! Das gibt's ja nicht. Dass dieses Spiel mit Hunden so umspringen darf, da bin ich mir nicht sicher. Es müsste so einen Index geben für Spiele, die so kacke sind, dass sie einfach nicht verkauft werden dürfen. Alter, fick dich, ohne Witz. Was für ein Arschloch. Natürlich ist der Chat jetzt wieder voller Menschen, die alles besser wissen. Hätte damals ich den Zweiten Weltkrieg geführt, ich hätte es viel besser gemacht, denn ich mal zu Hause meine Panzer mit Resin, klebe ich die zusammen und dann male ich die an und dann habe ich die kleinen Aufkleber, wo dann da steht Panzer, Leopard und die mache ich dann mit meinem Klebstoff an und dann klebe ich die drauf und dann lese ich den ganzen Tag in meinem Weltkriegsforum, wie die Panzer damals gekämpft haben und deswegen weiß ich heute, wie es besser geht. Alter, er ist doch einfach der mega dümmste, der hier existiert hat, auf der gesamten Welt. Wehleidiger Sack. Aber du, erstens, das kann ja mal sein, dass ein Test noch nicht anschlägt und dann vielleicht sich einer zwischen Spiel und Test irgendwie infiziert. Also weiß man nicht, ob es einer hat. Das weißt du nicht hundertprozentig. Obwohl sie getestet wurden, weißt du nicht, ob es einer hat. Ich glaube, bei diesen Jubeldingern geht es halt wirklich darum,
Bilder, dass halt keine Bilder, dass halt nicht durch Social Media gehen soll, diese Bilder von Spielern, die sich abknutschen. Darum geht's, glaube ich, tatsächlich. Das hat halt keinen logischen Aber wenn es keiner hat, können die knutschen, wie sie wollen. Du kannst nichts übertragen, was du nicht hast. Das verstehe ich schon, aber es ist ja, die Liga hat wahrscheinlich keine Lust, mit diesem Bild in der Zeitung auf der ersten Seite ein großes Bild ist, wie Ibisevic und Kalou. Warum nicht? Sie haben es ja nicht. Sie wurden ja getestet. Grünes Licht, ihr dürft euch jetzt küssen. Es ist eine Farce, zu sagen, wir können im Eckball uns eng decken, wir können grätschen, wir können uns auf dem Boden aufhelfen, wir können alles machen, aber das hier, alter Schwede, das ist doch ein Cartoon, Alter. Das kann ich doch nicht ernst nehmen. Ist das der sachliche oder der emotionale? Das ist wieder beides. Es ist sachlich komplett richtig, was ich sage, aber es regt mich auch gleichzeitig auf, deshalb ist es leicht emotional eingefärbt. Und wenn ich das sehe, Simon lästert über Ex-Arbeitgeber. Also ich glaube, die wissen, dass sie Scheiße gebaut haben. Ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Wir haben beide Scheiße gebaut. Ich habe da beschlossen, dass ich nie wieder mit irgendeiner anderen Produktionsfirma zusammenarbeiten werde. Damals, das ist interessant, 2 Jahre später, nachdem die mich rausgeekelt hatten, haben wir den Pitch gewonnen für Game One. Also es war ja kein Pitch, weil die haben den nicht ausgeschrieben. Wir haben uns beworben und die haben gesagt, ey, macht doch Game One. Ihr dürft euch aussuchen, Prisma in München oder Riesenburei in Hamburg. Bäm, Junge. Und das ist nämlich fucking Karma, Bitches. Dieser Lauch ist mein Vater. Ach du Scheiße. Das war ein interessantes Erlebnis. Krane. Ja, Mara ist auf jeden Fall durchtrieben. Das muss man wirklich sagen. Wenn Nils bei Ziffel mal gewinnt, dann ist er der schlaue Kopf. Wenn ich gewinne, bin ich intrigant, manipulativ. Schäbiger Abschaum, wie es immer so gemacht. Es ist so draufgeklatscht. Das ist wie so ein schlechter Nordkorea-Diktator, der schon seinen Fake-Orden hinmacht. Guck, und Biese mal auch noch. Und haben wir noch was. Und alle sind Frauen. Frau, 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 Frau. Alter weißer Mann. Oh, was gibt's noch? Was habt ihr noch? Und alle Schiffe sind kompostierbar. Und der Brasilianer spielt Fußball. Ja, genau. Mit dem er diese Androidenwächter reinlegt. Ne? Ja, ich mag Fußball. Ist das nicht, ich hasse keine ist Bomben das drin. Nicht eigentlich Rassismus? Ja. Okay, ich möchte kurz eine Sache sagen, bevor ich nichts mehr sage. Ich hab intellektuell, mancher wird sagen, naja, Simon, habe ich abgeschaltet, als die Borg verlieren, weil der Borg-Kubus explodiert und dann sind sie jetzt halt tot. Hat irgendeiner mal diese fucking Serie gesehen? Die atmen nicht, die leben, die schweben einfach im All. Ja, den konntest du wieder reinziehen. Hier bin ich doch, nimm mich wieder zurück. Nee, ernsthaft, das ist so unfair den Leuten gegenüber. Die kannst du im Netz wieder einfach. Ja, ey. Du brauchst einen Kescher. Ey. Das sieht richtig kotzig aus, Alter. Das sieht ja aus wie ein Supernest-Background. Are you fucking kidding me? Was ist denn das für eine Skybox? Das ist ja das Hässlichste, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Nicht mal, da blinkt nicht mal irgendeine Animation oder irgendwas. Das ist einfach nur ein riesengroßes Bitmap. Messer rein, Auge raus! Ne? Oh, da ist Yu. Schön, den mal wieder zu sehen, den Ex-Borg, oh, den wir so ins Herz geschlossen haben und der so eine Relevanz hat in der Star Trek-Folge. Hier, Messer in den Hals, stirb! Also so ungefähr ist es wirklich. Zu sagen. Also so richtig gehypt bin ich noch nicht, muss ich sagen. Das kann noch kommen. Ich bin auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen neugierig, wie sich's anfühlen wird. Aber es ist jetzt noch nicht so die übermäßige Vorfreude. Und was jetzt das, ob es richtig oder falsch ist, ich bin so hin und her gerissen. Also ich hab ein bisschen Angst, dass die Geschichte noch nicht auserzählt ist. Also es geht jetzt erstmal los, aber es ist auf jeden Fall risikoreich. Und hat einer von euch denn schon mal Sex im Schnee gehabt? Ich stehe gar nicht drauf, wenn es Winter ist und richtig kalt und sowas. Das turnt mich leider sehr ab. Den Penis auch wahrscheinlich. Gut, Schnee treiben! Größeren Penis. Riesenpenis. Ah, ein Riesending! Ein Riesending! Wick, 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 wick! Der hat aber auch nichts im Schritt. Guck mal, der hat einfach nur eine üppige Wiese. Das war jetzt wirklich mega fies, ne? Dass ich von vorne und hinten gleichzeitig angegangen wurde. Naja, das Schöne ist doch, dass du dich fühlst, als seist du wieder in der Gebärmutter deiner Mutter. Ich bin freier. Bestaussehendsten, klügsten, gefährlichsten Kontrahenten, die man sich nur wünschen kann. Ach, warte, ihr seid heute da? Was macht ihr? Oh, das ist sexy und heiß. Übrigens hatte ich gerade in der Werbung eine gute Idee. Okay, wie immer, kurzer Disclaimer. Wenn einer von euch diese Idee umsetzt und damit super reich wird,
wäre es cool, wenn du irgendwann mal an mich denkst. Und zwar, jetzt lacht nicht am Anfang. Lacht mal bitte nicht am Anfang. Mit TikTok hat doch auch keiner gerechnet. Lacht nicht am Anfang. Ich will selbst lachen. Eine Social Media Plattform. Es geht, also ich werde euch drei verschiedene Plattformen vorstellen. Eine Social Media Plattform, auf der man jeden Tag eine Farbe posten darf. Folgende Idee. Und lasst sie erstmal sacken. Ein Tinder für Betten. Du kannst dein Bett anbieten und Leute kommen und können in deinem Bett pennen. Jetzt wartet doch erstmal. Die Idee ist doch, ich muss sie doch erstmal erklären. Ihr seid irgendwo, das habt ihr doch bestimmt schon mal, ihr wart irgendwo bei Gästen, bei Freunden oder irgendwo. Kennt ihr nicht Bed Night? Ne? Das wäre doch eine Möglichkeit. Oder, und das ist mein absolutes Lieblings-Social-Media-Ding, Töne ist auch eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ein viertes, ich habe gerade vier Ideen jetzt gehabt. Eine ist mir spontan gekommen. So, das ist deine Freundesliste. Das waren gerade fünf Leute und du weißt, dem fünften geht's auch. Liebe Kids, hier sind doch die Ideen, ihr seid doch die Hustler, ihr seid die Generation Hustle. Dann macht das doch mal. Ein Single Posting Social Media Network. Jeden Tag ein Posting. Keine zwei Postings, keine extra Postings noch drunter, keine Threads, die man aufmachen darf. Ein fucking Posting, du Drecksbastard. Ist das nicht eine gute Idee? Er sprüht vor Ideen. Ach, Nico, das sagst du doch allen. Nee, ich merk schon. Okay, also folgendes. Falls es klappt, falls da jemand umsetzt. Drei Kindern geht es gut, das vierte hat Skorbut. Und dann wirst du mit dem Song, wirst du reich und berühmt und kannst dir ein neues Kind kaufen. Ah, kompetent, inkompetent. Oh, ich freue mich auf den Tipp, ja. Es wird jemand aus dem Rocky Beans Kosmos. Ich überlege, was ich für dich tun kann. Verlaufen! Weil angenommen, mein Haus würde einfach einstürzen, so, dann rufe ich so an. Wem ruft man dann an? So Feuerwehr, so, hallo, guten Tag. Meine Wohnung ist die Decke eingestürzt. Ja, okay, kommt vorbei. Riesige Risse seit Wochen in der Wand. Ja, ich dachte, das geht wieder, das legt sich. Passiert sowas, dass Häuser einfach so einstürzen eigentlich? So ohne Grund? Ja, richtig. Ich würde sagen... Jetzt gibt's Dosen. Jetzt gibt's Dosenbeats. Als hätte er seinen Lebtag nichts anderes gemacht und beginnt fast ohne Einsatz der Beine den T-Rex zu tanzen. Die verbotene Technik. Die ganzen Boomer können sich nicht halten. Es geht einfach ab. Man muss mitmachen. Ich kann nicht anders. Ihr seid, ja, ihr müsst mitmachen. Ihr wisst auch, es ist schäbig. Es ist schäbig, was der Saurus Rex da hat. Du könntest ja zum Beispiel ein Ei legen. Ein Ei? Ja, ich lege ein Ei. Ei. Und das Ei geht so ein bisschen auf und daraus kommt Maike Amado, das berühmte Tanzküken. Und es hat den einzigen Tanz im Gepäck, der noch verbotener ist als der Thesaurus Rex, den Ententanz. Oh. Und es und alle müssen mitmachen. Ihr seid aus irgendeinem Grund nicht so krass betroffen. Das ist eure Gelegenheit. Vor euch liegt Thesaurus Rex. Ich tiebäge ihn. Hast du hier heute die Chance auf einen Sieg? Ja, ich hoffe einfach, dass es nicht so aggressiv wird irgendwie so. Und okay, dass wir irgendwie in der Rolle sind wir. Okay. Alle
eine gute Zeit miteinander haben, weil draußen, finde ich, ist eh schon immer so jeder gegen jeden und jeder will irgendwie so der Beste sein. Und ich fände es halt irgendwie schön, wenn wir einfach eine gute Zeit miteinander haben und wollte einfach nur mal Hallo sagen. Nein! Pokern ist für alle da. Das ist wunderschön. Bei Rocket Beans TV lass ich mich gern verwöhnen. Ja, tschüss, Leute. Ne? Also viel Spaß mit. Ich wünsche euch allen viel Glück heute. Wirklich. Ich finde euch alle toll. Bruder, der eine Friseur, der diese unfassbar guten Frisuren immer schneidet. Ne? Warst du, wo warst du eigentlich beim Friseur? Ja, was glaubt ihr? Wieso warst du? Weil ich meinen Beruf ernst nehme und mir ist es wichtig, als Moderator einer Fernsehsendung gut auszusehen, Nils. Mann, gib mir mein Haar zurück. Moin, 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 moin oder moin, 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 moin. Ey, der Typ rechts, sorry, aber der sieht aus wie ich montags. Kann die Regie den mal bitte groß machen? Der sieht exakt so aus wie ich. Stimmt. Gib mir eine Mütze und das ist auch der Montagsblick. Es ist wirklich. Ja, gut. Es stört tatsächlich. Du schaffst das. Egal, was du dir vorgenommen hast. Heute ist dein Tag. Der M, der O, der N, der TAG. Heute ist es passiert. Du wirst es schaffen. Was auch immer. Nichts wird dir im Wege stehen. Ich werde nun auf magische Art nur für dich alle Barrieren aus dem Weg räumen. Na, 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 na. Na, 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 na. Bei dem Spiel kannst du quasi nicht wirklich verlieren. Also auch für Leute, die richtig schlecht sind, ist es auf jeden Fall eine feine Sache. Es ist eine feine Sache. Was auch eine feine Sache wäre, ist nämlich, wenn ihr jetzt dieses Video hier liken und kommentieren würdet. Ich bin sehr gespannt. Ja. Lasst uns direkt in die vorletzte Runde gehen. Okay. Jetzt. Da! Nein! Lauf, lauf, lauf! Ja, guter! Sehr gut, sehr gut! Alle jetzt schießt ihn ab! Sehr gut, lauf! Lauf dran! Lauf! Ja! Cool, fantastisch! Die warten da immer oben. Du musst doch aufpassen. Oh Mann. Oh ey, was so war das denn? Um den eigenen Pfeil in die Fresse zu fangen. Aus Hand geschlagen. Aus Hand geschlagen. Oh. Das war's. Das kann. Oh! 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 Mann. Oh, ich bin fertig. Ah, oh, ich bin fertig. Oh Gott, oh Gott. Ah. Naja, rein rechnerisch ist Werder auch noch nicht abgestiegen, ne? Okay, Zufall. Stage. Ich weiß. Boah, ist das aufregend, ey. Moment mal, werde ich jetzt zu Baba gleich? Leute, macht's gut, wir sehen uns auf der anderen Seite. What? Was ist das denn? Das bin ich, oder was? Holy crap, Alter, wenn das keine Religion wert ist, weiß ich auch nicht weiter. Okay, pass auf. Flag is win. Hey, können wir jetzt einfach gewinnen? Geil! Ja, Moment, aber wir wollten ja gar nicht gewinnen. Wir wollten ja gar nicht gewinnen. Was ist das denn? Wieso schiebe ich den in zwei Felder weit jetzt gerade? Was geschieht denn hier gerade? Die armen Schweine! Das ist die Hölle. Das ist der Albtraum. Das ist mein Albtraum. Kicke! Hau ab! Hör auf! Ah, geil, da ist er! Guck dir den an! Guck dir an, wie schlecht gelaunt der ist. Ey, dieser Level hat mir 4 Jahre meines Lebens gekostet. Wirklich. Oh. Ich zitter, wirklich. Das macht mich wahnsinnig, dieses immer hin und her. Huhu, okay, los geht's. Floaty platforms. Sounds like fun. Nicht so geplant. Aber es funktioniert. So lange Spaß, bis die Buchstaben kommen und wir sind an dem Punkt angekommen. Sehe ich nicht, warum ich nicht gewinne, ehrlich gesagt. Tada, machen wir halt. All is win. Genau, all is win und solange nicht hand is hand gilt, betrifft all auch die Hand. Und das heißt, wenn ich sage all is win, ist auch die Hand win und ich habe gewonnen. Ich schaff das schon! Ich schaff das schon! Und dann können wir die Fledermaus schieben. Wenn wir nicht so dumm wären und unsere Begriffe immer in Sackgassen manövrieren würden. So, aber im Grunde habt ihr das Spiel jetzt schon verstanden, mehr ist es nicht. So. Und wir können den Schatten bewegen! Und wir rennen in den Tod!
Zum Glück können wir hier oben noch weiterspielen. Macht auch Spaß. Macht auch Spaß. Holy crap, Alter, das hat funktioniert? Oh! Ich höre es leider nicht über die Kopfhörer. Aber es war eine gute Idee. Bestimmt die Zuschauer habt ihr damit erreicht. Ne? Die mit Kopfhörern zuhören, die habt ihr jetzt erreicht. Mich nicht. Ha! Ich bin unschockbar. Katze? Nein. Neutralisiere einen Zauberspruch. Ruhe jetzt! Neutralisieren. Ich will keinen Neutralisationszauber! Leichen auffühlen! Mann, das ist alles Crap. Ja, so. Ah! Gott, hab ich mich erschrocken. Ich mich auch. Habt ihr die schon mal gesehen? Oh. Ah, du Arsch! Verpiss dich doch! Ja, was denn? Wo hat der denn seinen Führerschein gemacht? Ey, die haben alle keinen, die Lappen. Die haben alle keinen Lappen? Nee. Ja. Och, scheiße, Mann. Ey, aber das war sau cool dafür. Zerfickt habe ich dieses Rätsel. Weggebumst wurde es mir. Abgeflext. Ein Rätsel für Ameisen. Das hält er aus. Oh, okay. Oh, ist nicht so. The fuck? Ach der. Sieht aber auch episch aus. Hey! Oh, oh, komm nicht, jetzt, warum bin ich denn nicht ein bisschen weiter links gefallen? Oh ne, come on, sei nicht so ein Loser. So sieht das aus. Davon spreche ich doch immer. Warum sind die ganzen Panzer kaputt? Warum tut denn keiner was? Kann mal jemand das Recovery Vehicle recovern? Sturm! Sturm! Klar hast du was schon überall. Goethe hat gesagt, Mundus vult decipi. Die Welt will betrogen werden. Ja. So ist es nun mal, Tobi. So ist es. Da daneben eigentlich trifft nur einer, aber der Surround! Styles mit der Kneifzange hier von der Seite und der Lich. Oh, da kriegt er die Entscheidung. Wir werden während der Zusammenarbeit, aber auch so, Grigoritsch gewinnt ja auch nicht von 10. Ey, Leute, ihr habt mich immer mit dir, und es war wirklich so. Naja, nee, aber nee, wie war das nochmal? Mutter? Naja, egal. Also meine. Das ist wirklich die Natur. Absolut. In keinem Einklang mit dem Fahrzeug. Das macht Bock. Straßensperren? Wo wir hinfahren, gibt es keine Straßensperren. Jo, ist dran. Ah, guck, warte, leider. Yes! Binde gelöst, geil. Sehr, ah, geil, Top-Team. Yeah! Oh nein, warte, nein, 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 nein! Scheiße, nein, Tobi! Nein! Warte, ich komme. Ja. Der größte Fail aller Zeiten. Geil, schöne Runde, geil. Sag's mir. Hip oder traditionell? Japan. Got it. Ja, Kuni. This is how we do das it. Das war's doch schon. Das war's. Das Ding ist können gelang, wir aufhören, ja? Die Kacke? Dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder bei Deutschlands gefährlichster Brettspielsendung. Und denkt immer dran, Gesellschaftsspiele sind knifflig! Komm!